Alright, Leute, willkommen zurück zu Fortnite Top 10 Ranking. Ja, Mann. Ihr habt es euch gewünscht. Hier ist die Liste, auf die ihr gewartet habt. Es sind die besten 10 blauen Skins. Ja, es muss nicht immer episch sein, es muss nicht legendär sein. Es gibt auch ziemlich coole blaue Skins, die sich lohnen, die einfach nice aussehen und kosten dabei halt nur 1200 V-Bucks. Und das ist gut. Wer mag es nicht, ein bisschen Geld zu sparen, wenn man unbedingt schon für das größte Spieler hier gerade im Internet ein paar Skins kaufen will, muss man nicht. Bringt einem ja sowieso nichts. Aber nichtsdestotrotz, Leute, ihr wisst Bescheid, es ist meine Liste, es ist meine Meinung. Meine Meinung muss mit eurer Meinung nicht übereinstimmen, deswegen schreibt mir runter in die Kommentare, was eure Top 10 blauen Skins sind und wir fangen direkt an. Nummer 10. Platz Nummer 10. Radiant Striker. Jawoll. Nicht ganz geil, nicht ganz schlecht. Die leuchtet schön. Die leuchtet schön, ne? Die Farben spielen. Der hat ein schönes Farbenspiel und so weiter. Das sehr cool aussieht und halt sehr einzigartig macht für diesen Skin. Aber natürlich sehr viele Standardelemente hat. Gut, es ist ein blauer Skin. Fast jeder blaue Skin hat Standardelemente. Mit Standardelemente meine ich halt die Arme, die Beinpanzer und die Schuhe und so weiter. Das ist halt der Standard-Skin, ne? Und auch der Radiant Striker ist davon nicht abgelehnt. Und auch finde ich, dass es ein bisschen was nach Strampelanzug hat, ne? Diese rote Strampelanzüge, die manchmal Babys haben, mit so einer Klappe noch vorne, hinten dran oder so, für extra schnellen Ausgang, ihr wisst Bescheid. Aber nichtsdestotrotz, dieses Farbenspiel macht die einfach ein bisschen spezieller. Die sieht cool aus dabei. Und es gibt halt eine männliche und eine weibliche Version, was das angeht. Und die Farben sind nice. Farblich haben wir wieder rot und schwarze Akzente. Ihr wisst, rot und schwarz ist immer eine super Kombination. Er sieht einfach geil aus. Ja, aber mehr hat hier ansonsten nicht zu bieten. Deswegen Platz Nummer 10. Platz Nummer 9 geht für mich an den Hacker, an die Cyberskins. Auch männlich und weiblich haben die ein besonderes Feature und das für einen blauen Skin normal, dass sie auf dem Kopf eine super abgespacede Brille haben. Die nicht geil, nicht phänomenal geil aussieht, sieht schon ziemlich nerdy aus. Ich meine, selbst eine Oculus Rift, wenn ich mir hier jetzt eine aufsetzen würde, würde ich nicht so nerdig aussehen wie diese zwei Kerle hier. Aber nichtsdestotrotz, für einen blauen Skin kriegst du halt auf dem Kopf was Besonderes drauf und das ist nicht selbstverständlich, ne? Hinzu kommen halt dann auch viele Cyborg-Elemente mit den Brustplatten und den Armen. Ist sehr schön mit einigen Details, sehr feinen Details verziert. Wir haben wieder rot-schwarze Kombination. Beine sind sehr Standard, aber nichtsdestotrotz, hier gefällt mir der männliche Skin etwas besser als der weibliche, weil der männliche Skin hat noch diese Nummern auf den Armplatten. Und da sieht auch ein bisschen symmetrischer aus, was das angeht. Und die Farben ist auch, ich weiß nicht, mir gefällt der männliche einfach ein bisschen besser. Bei den Beinpanzern hat er halt zwei Stück dran und sieht ein bisschen mehr nach Cyborg-Hacker aus und Cyber-Ops als die weibliche Variante, weil die ist ein bisschen schmächtiger, was das angeht. Aber nichtsdestotrotz, für einen blauen Skin ein Kopfzusatz, der sich lohnt und nice aussieht und das lohnt sich. Platz Nummer 8 geht an den Hyperion Skin. Ein sportlicher Skin, erinnert mir an Basketball, ne? Aber super geile Farbkombination. Orange, lila, schwarz ist drinne und das ist super. Also diese schwarzen Beinplatten, ne, passen super mit den lilanen Hosen und dann kommt noch das orangene Oberteil. Das orangene Oberteil hat auch noch ein paar Verzierungen drinne und macht den Skin halt mal eine ziemlich coole Kombination. Sonst natürlich wieder mal Standardelemente, ne? Wie gesagt, die Beinplatten, Schuhe, sehr Standard, was das angeht. Aber es kommt noch ein Kopfband dazu, was mega cool aussieht. Ja, im Großen und Ganzen wirklich ein cooler Skin. Und bietet viele Elemente, die, sag ich mal, vom Standard-Skin abheben. Eine super nice Farbkombination. Und es ist einfach cool, mit dem zu spielen, finde ich. Es ist ein schönes Gefühl, als Basketballspieler rumzulaufen. Nummer 7. Platz Nummer 7 geht wieder an einen etwas älteren Skin, aber nichtsdestotrotz sehen die immer noch cool aus. Ich habe den Namen vergessen. Ich glaube Winter Ops oder sowas. Es sind Winterskins, die haben Skibrillen auf oder auf jeden Fall sehr stylische Sonnenbrillen. Und sowohl die männliche als auch weibliche Variante sind von der Farbpalette ziemlich gleich. Sehr weiß, sehr, sehr weiß. Passt aber sehr gut zum Winter. Aber ich finde den Look zwischen diesem weiß und schwarzen Kontrast, ne, das ist ja so ein weiß-schwarzer Camouflage, ist ein sehr nicer Kontrast und gibt den ganzen echt eine wunderschöne Farbe und ein bisschen Spiel. Oh, hinzu kommen diese stylische Sonnenbrille noch dazu, die auch halt sich für einen blauen Skin nicht selbstverständlich ist. Ne? Viele blaue Skins haben keine Kopfverzierungen oder sowas. Und das kommt halt dazu.
Rückendecker dürfen wir hier bei keinem dieser Skins erwarten. Es sind halt blaue Skins und es gibt nichts davon. Aber nichtsdestotrotz, auch dieser Skin halt hat wieder sehr viele Standardelemente, deswegen rutscht ein Platz ein bisschen runter. Aber Kopfverzierung nice, Farben sind nice und im Großen und Ganzen geben sich diese Skins auf diesen Platzierungen jetzt nicht so viel, ne? Ich meine, tatsächlich könntest du Hyperion jetzt auf Platz 7 packen und das wäre jetzt auch nicht krass anders. Ich finde die Skins alle in diesen unteren Reihen auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gleichwertig. Die sind alle cool und ich würde die ja wahrscheinlich alle auf denselben Platz packen oder so. Aber die Skins, die jetzt kommen, nachträglich kommen, die sind schon etwas besser und unterscheiden sich deutlich. Nummer 6. Platz Nummer 6 geht an den Schnorchel-Ops. Ich weiß nicht warum, aber wenn ich auf dem Spiel einen Typen mit einem Schnorchel-Skin sehe, habe ich immer Angst vor dem. Ich habe immer Angst vor denen. Ich weiß nicht warum, aber das sind immer gute Spieler. Das sind Leute, die mich immer wegbratzen oder sowas. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht, weil er schon lange dabei ist. Nee, so lange ist er gar nicht dabei. Aber es ist wieder immer ein sehr ulkiger Skin. Ne? Es ist so typisch Fortnite. Man hat ein riesiges Schlachtfeld mit 100 Spielern. Und da kommt einer an, der mit einer Taucherbrille rumläuft und ein Schnorchel. Die Idee dahinter ist super witzig. Man hat wieder eine Kopfverzierung. Auch die Farbkombinationen sind super mit diesem hell-türkisen und schwarzen Neoprenanzug. Er sieht wirklich nach Tauchen aus und es ist eine lustige Idee in meinen Augen. Und ähnlich schon wie die Skins gerade eben, wie schon gesagt, die sind alle ein bisschen irgendwo gleichwertig. Und in meinen Augen geben die sich alle nicht viel. Aber ich finde, Schnorchel-Ops hat diesen witzigen Faktor. Die Farbkombination ist super und die machen mich immer fertig. Ich weiß auch nicht warum. Hand hoch, ist das bei euch auch so? Ja, wenn ihr so einen Typen mit Schnorchel-Ops seht, sind das auch immer bei euch Gegner, die super bauen können, die einen Taj Mahal innerhalb 2 Sekunden aufbauen? Ne, das würde selbst Trump die anheuern, um eine Mauer zu bauen, weil so schnell kannst du keine Mauer bauen wie die Typen, die in Schnorchel-Ops-Skins spielen. Nummer 5. Platz Nummer 5 geht für mich an den Pfadfinder. Auch mega nice, mega, mega nice. Sehr viele Standardelemente, aber nichtsdestotrotz finde ich einfach den Look super. Passt super zu Fortnite. Ich meine, landet mal mit dem Skin in Lonely Lodge und du fühlst dich einfach mal so 1:1 wie ein Park Ranger in Amerika. Du bist in Lonely Lodge, du bist der Parkwächter und du hast einen super coolen, naja, so cool ist der Hut auch nicht, aber für das Spiel finde ich den schon ziemlich nice und du hast einen nicen Park Ranger Hut obendrauf. Ne, mal wieder eine Kopfverzierung. Kopfverzierungen sind das, was hier die blauen Skins ein bisschen unterscheidet und voneinander abhebt. Und deswegen Park Ranger hat dann auch noch so Pfadfinder Auszeichnung. Das heißt, er ist schon ziemlich krasser Scheiß. Guckt euch an, was er alles für Verzierung hat. Der ist richtig, der hat sich durchgesetzt. Das ist Pfadfinder Nummer 1. Hinzu kommt halt dieser Wüstenlook, aber ansonsten wieder mal sehr viele Standardelemente. Aber der rote Schall gibt dem Ganzen wieder ein bisschen Kontrast. Und ja, wie gesagt, es ist einfach irgendwie ein super cooler Pfadfinder-Skin. Wenn man dann noch den Rückendecker vom Raptor oder so dazu nimmt, passt das einfach. Mua, Leute, dieser Skin plus den Rückendecker vom Raptor, das sieht einfach nur nice aus. Weil dann sieht er wirklich nach Survival aus, nach Park Ranger, der gerade in Amerika irgendwo in der Wildnis rumrennt. Und deswegen finde ich das schon eine ziemlich nice Kombination. Und deswegen Platz Nummer 5. Nummer 4. Platz Nummer 4 geht wahrscheinlich an den Community-Liebling überhaupt und auch eines dieser Skins, vor dem man immer Angst hat. Ich weiß auch nicht warum, aber immer diese Leute, die den Farbbomber spielen, sind immer die Leute, die einen wegputzen wie sonst was. Keine Ahnung warum, aber wahrscheinlich haben sich irgendwelche Pro-Gamer mal geeinigt, wir spielen jetzt mal alle Farbbomber oder so. Und dann sind das so krasse Viecher, die dagegen nicht ankommst. Ähnlich schon wie der Schnorchelskin ist Farbbomber nochmal eine Stufe schlimmer. Noch eine Stufe schlimmer. Trump holt sich mehrere Farbbomber, um diese Mauer aufzubauen, weil er weiß, dass sie den Job fertig kriegen, bevor der Gegner überhaupt seine Waffe wechselt. Ansonsten, Farbbomber hat eine super, super Variation. Sehr viele Details. Fangen wir oben an. Lila, beziehungsweise pinke Haare unterscheidet sich schon mal stärker von den Standard-Skin. Dann eine Brille oben drauf, ne? Es sieht stylisch aus. Ja, auf dem Top haben wir einen Lama drauf, ne? Lama ist das Symbol von Fortnite. Ist das Maskottchen mit einem Regenbogen drauf. Ja, dann das ganze Oberteil hat noch diesen Nano-Look, sag ich mal, ne? Diesen Nano-Muster mit den türkisen Linien und so weiter, der bis zum Hals geht und auch dann an den Armen sich ein bisschen unterscheidet. Ersten Teil mit Nano-Look, dann wieder lila Stoff und so weiter, ne? Das geht dann weiter runter bis zu den Hosen und bis zu den Schuhen und hat halt eine Menge Details. Hinzu kann man natürlich sagen, dass es theoretisch einen Rückendecker hat, ne? Es gibt ja den Rückendecker, der auch zum Farbbomber passt, aber das ist tatsächlich für die männliche Variante, die episch ist. Die männliche Variante ist episch, ne? Und deswegen können wir den Rückendecker jetzt für diesen Skin nicht dazu zählen, aber es gibt halt einen passenden Rückendecker für den Farbbomber und deswegen in meinen Augen kann man vielleicht ein paar Pluspunkte geben, was das angeht. Nummer 3.
Platz Nummer 3. Oi. Wahrscheinlich kontrovers. Ich finde den Skin an sich gar nicht geil. Also, wenn man, der sieht scheiße aus, auf gut Deutsch. Aber, nichtsdestotrotz, wenn ich hier objektiv bewerte, und ich mache auch so eine Mischung aus objektiv und subjektiv, ne? Aber wenn ich objektiv hier bewerte, ist das halt ein Skin, der sich extrem unterscheidet zu allen anderen. Und das ist nun mal, dass er aussieht wie ein Roboter, kompletter Metallic-Lock hat, ne? Dann noch die Augen, die glühen wie ein Roboter. Es gibt eine männliche, weibliche Variante und beide sehen aus wie Dr. Doom aus dem Comicfilm. Ne? Passend zu dem Superhelden-Thema in Season 4. Das ist das, was halt für mich die Pluspunkte macht. Aber ansonsten finde ich es gar nicht mal so geil, als Blechkasten rumzuspielen. Und ich glaube, viele andere auch nicht, weil so viel oft sehe ich den gar nicht. Ne? Aber es ist halt ein großer Bestandteil der Story in Season 4. Ne? Omega hat das ja als Armee benutzt und für den Film zumindest. Und die Roboter wurden ja auch produziert und so weiter. Ja, aber nichtsdestotrotz für Platz 3, weil die sich hier einfach stärker unterscheiden von dem Standard-Skin und von den anderen Skins, sage ich mal, auch an sich. Rote Haare und so weiter. Keine Kopfverzierung diesmal, aber es, wie gesagt, dieser Roboter-Look ist einfach einzigartig und hat kein anderer Skin. Nummer 2. Platz Nummer 2 geht an den neuesten Vertreter in dieser gesamten Geschichte und das ist der Fußball-Skin. Ganz, ganz simpel verdienter Platz. Warum? 32 unterschiedliche Farben. Punkt. Hätte eigentlich schon Platz Nummer 1 verdient, wenn Platz Nummer 1 nicht noch ein Ticken geiler wäre, ne? Aber 32 unterschiedliche Farben ist alleine schon alles wert. Das hat kein anderer Skin. Nicht mal lila, nicht mal episch, nicht mal lila episch ist das gleiche. Nicht mal legendär, grün, egal. Es gibt keinen, nicht mal Omega hat so viel. Es gibt keinen Skin, der so viele Farbvariationen hat. Und es ist vor allen Dingen auch ein Vorgeschmack an viele weitere Skins, wo man unterschiedliche Farben auswählen kann. Super, hier, der Fußballskin ist da Vorreiter, was das angeht. Die erste fügt auch neue Köpfe hinzu und ist dabei noch blau. Also der Skin lohnt sich in meinen Augen echt mal. Ihr könnt mit einem Skin 32 unterschiedliche Farben spielen. Und hinzu kommt noch, dass der ganze Skin einfach mal komplett anders aussieht. Ihr seht keine Standardelemente, keine Beinpanzer, die ihr sonst jetzt bei jedem Skin gesehen habt. Ne? Fußballschuhe, die kein anderer Skin hat. Armpanzer sind weg, neue Köpfe sind da, Hosen und Shorts sind neu. Also es gibt einfach kein einziges Standardelement. Schaut euch alle anderen, spult doch mal das ganze Video zurück. Schaut euch das nochmal komplett an. Schaut euch jeden einzelnen Skin an. Jeder hat einfach nur lange Hosen. Lange, lange Hosen. Das stinkt normale lange Hosen, die mit Tarnmuster dran sind. Manchmal auch nur einfarbig. Dann kommen diese Beinpanzer dran und immer dieselben Schuhe. Dieser Skin, eines der blauen Skins, die halt keine Standardelemente hat und deswegen sowas von verdient Platz 2 ist und so knapp an Platz 1 vorbeischießt, weil Platz 1 wäre es für mich auch wert. Nummer 1. Platz Nummer 1 geht für mich an den Trickshot-Skin. Gibt auch in männlich und weiblich. Es sind die Basketballer-Skins. Und Leute, muss ich noch irgendwas dazu sagen? Schwarz-rote Kombination haben wir da noch. Dann haben wir Basketballschuhe, Socken. Mega cooles Design, sowohl bei der weiblichen als auch bei der männlichen Variante. Weiblich hatten einfach noch ein coole Haare, Mütze dazu. Na, die Socken, ist alles, es hat überhaupt keine Standardelemente. Die Shorts, es sieht einfach anders aus von vorn bis nach hinten. Hat zwar keine 32 unterschiedliche Farben wie der Fußballskin, aber ich finde halt die Farbkombination irgendwie geiler. Die Farbkombination ist geiler, die Basketballschuhe sind geiler. Und klar, wenn man jetzt Fußballfan ist, könnte man wahrscheinlich den Fußballskin auf Platz 1 packen. Aber ich finde, dass der Trickshot einfach von der Farbkombination noch ein Stückchen cooler ist, besser verdient hat. Und vor allen Dingen auch als erster da war, der komplett anderen Look angeboten hat. Ne? Nicht wie die anderen blauen Skins bisher, die immer gleich aussehen mit den Hosen und Standardelementen, war Trickshot eines der ersten Skins, die komplett anders ausgesehen haben und deswegen Platz Nummer 1. Wie sieht es mit euch aus? Schreibt mir runter in die Kommentare, welche blauen Skins findet ihr geil. Vielleicht sagt ihr aber auch, das ist genau mein Ding, das passt, das ist das, was ich auch geil finde. Könnt ihr mir natürlich auch runterhämmern. Ansonsten hinterlasst ein Abo und ein Like, damit ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Ne? Hier kriegt ihr natürlich die schnellsten Guides und Leaks, die Top 10 Ranking, ihr kriegt auch epische Wins tatsächlich. Ne? Ich zeige euch nicht nur News, ich gewinne dabei auch noch Preise, denn her. Nein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Klickt auf die zwei Kasten, die jetzt hier rechts noch auftauchen, dann findet ihr weitere Videos und gebt mehr Flasse. Flop.